So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche verschiedene Ego-Außenposten. Das sind halt diese mit dem Militärlager, aber ich werde euch gleich noch eine Karte dazu zeigen. So, jetzt kurz in eigener Sache. Ihr seht ja, wir haben es geschafft. Creator-Code ist da. Wie gesagt, da unten steht da YT-FamilyHack. Gerne eintragen, wenn ihr was im Shop kauft. Wie gesagt, ich gebe das Ganze auch gern wieder zurück, wenn ihr mich unterstützt, in Hand von Skins, die natürlich aus dem normal aktuellen Shop sind. Das Ganze findet dann morgen schon statt um 18 Uhr auf meinem Kanal. Also gerne mal vorbeischauen um 18 Uhr oder halt einen Tick früher, klar. Da werde ich nämlich verlosen, wer den aktuellen Skin aus dem Shop bekommt. Also ihr könnt euch da irgendwas aussuchen. Gerne auch einen Battle Pass, wie ihr wollt. Vor allem müsst ihr aber mit mir befreundet sein. Und deshalb Freundesanfrage an YouTube-FamilyHack bitte schicken. Hier unten rein, YouTube, zack, FamilyHack. Wie ihr seht, an mich selber kann ich keine Freundschaftsanfrage schicken. Also, wie gesagt, weil ansonsten kann ich euch nämlich leider kein Geschenk geben. Weil ihm könnte ich zum Beispiel heute kein Geschenk geben. Erst am Samstag. Und also, aber du kannst trotzdem gewinnen, aber dann bekommst du dein Geschenk halt einen Tick später. So, dann gehen wir auch direkt mal rein in die Aufgabe. Das Ganze machen wir in Gruppenkeile. Weil ich denke mal, da könnten wir sogar alles hinkriegen. Aber ich lasse euch schon mal direkt die Karte einblenden. Die ist nämlich hier. Hier sind diese fünf Außenposten. Also einer ist oben links bei Pleasant Park, einer bei den Dirty Dogs, einer bei Holy Hedges und einer bei Misty. Und einer bei Lazy Lake. So, hier oben bei dem bei Pleasant Park war ich schon und hier unten bei Misty war ich auch schon. Also ihr müsst definitiv alle fünf besucht haben. Es reicht nicht, wenn ihr fünfmal zum selben hinfliegt. So, wir gucken auch direkt schon mal, wo ich als nächstes wieder hin kann. Da müsste ich den bei Misty nehmen, den hier. Weil bei mir geht es jetzt erstmal darum, nur da zu landen. So, dann gehen wir nämlich direkt raus. Er lässt mich noch nicht raus. Komm, raus mit dir. Dann hoffe ich, dass wir noch eine Kiste bekommen. Weil klar, ihr seht jetzt, alle stürzen sich erstmal auf diese Orte. Aber das ist so ruckzuck wieder erledigt. So. Ja, das war die beschissenste Landung, die ich je hatte. So, jetzt haben wir nämlich schon drei von fünf Außenposten. Ja, Kiste brauche ich hier gar nicht mehr rumsuchen. Da waren die an. Doch, da hinten ist noch eine. Zack, 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 zack. So, haben wir nämlich da auch noch eine? Ja, das hast du dir wohl so gedacht. So, dann können wir nämlich direkt schon wieder rausgehen aus der Runde. Weil, wie gesagt, bei Gruppenkeile geht das ja. Ihr könnt einfach rausgehen und das zählt halt trotzdem. Ist zwar immer blöd für die restlichen, die halt normal Gruppenkeile spielen wollen, aber wir wollen natürlich jetzt so schnell wie möglich die Aufgaben lösen. So, da gehen wir nämlich schon direkt wieder in die nächste Runde. Wie gesagt, ich füge euch noch mal kurz die Karte ein. Jetzt habe ich nämlich bei Pleasant Park den schon gemacht, bei Misty schon gemacht und wo waren wir jetzt? Bei Dirty Dogs waren wir noch. Jetzt brauche ich nur noch den bei Lazy Lake und den bei Holly und dann haben wir nämlich die Aufgabe auch schon geschafft. Wie gesagt, einmal bei dem Punkt landen, dann könnt ihr rausgehen aus Gruppenkeile und geht zum nächsten Punkt. Oder ihr spielt halt eine Runde und verbindet die Punkte halt miteinander, wie ihr das halt möchtet. So, jetzt sind wir schon wieder da oben. Jetzt holen wir aber den hier bei Lazy Lake. Der müsste da sein, genau. Sieht man auch relativ gut auf der Map. Also wie gesagt, da ist einer, da ist einer. Hier ist ein Außenposten, dann ist da noch einer. Aber seht ihr ja auch auf der Map. So, dann gehen wir mal gerade rein ins Spiel. Gerade die Map mal wieder ausblenden. Wo ist es? Karte, zack. Und ihr werdet auch schon sehen, die Leute stürzen sich alle auf die Dinger drauf. So, wo wollten wir jetzt nochmal hin? Dirty Dogs hatten wir. Jetzt bin ich verwirrt. Scheiße, da wollte ich hin. Na, das ist, wenn man zu viele Orte gleichzeitig im Kopf hat. Dann würde ich sagen, landen wir nämlich nochmal da. Vielleicht finden wir noch eine Kiste. Und dann haben wir eigentlich die Aufgabe gleich mit der nächsten Runde dann schon geschafft. Und ich habe schon gesehen, es gibt schon die tolle Bootsaufgabe. Also,
Das wird wieder lustig. So, zwei Schnitt landet hier von mir einer. Von mir definitiv schon mal nicht, aber die Gegner sind natürlich da. Aber mir geht es jetzt erstmal nur darum, da überhaupt zu landen. Er hat schon mal keine Waffe. Es geht mir nur ums Landen. Ja. Jetzt haben wir schon 4 von 5 Außenposten. Ich würde aber sagen, das reicht. Obwohl, der warte mal, ich hole direkt schon die anderen auch noch dazu. So. Jetzt fehlt mir nur noch. Ich muss gerade selber die Karte mir hochholen. Da war ich. Bei Holy war ich. Ne, bei Holy muss ich noch hin. Da war ich jetzt gerade. Wir gehen schon direkt in die nächste Runde. Zack. Dirty Dogs war ich. Lazy Lake war ich jetzt. Misty war ich davor. Ja, mir fehlt nur noch jetzt bei Holy Dogs. Und wie gesagt, ihr dürft halt nur nicht in der Luft sterben. Ansonsten einfach einen Schritt auf den Boden und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Auch wenn es beim Gegner im Gebiet ist. Von daher dürfte das eigentlich easy machbar sein. Und wenn ihr halt 2 Minuten durch die Luft gleitet, dann ist das halt so. Und ihr seht ja, das Video geht jetzt 6 Minuten, das andere 5 Minuten. So, hier ist das Lager. Ja. Ah, wir sind sogar vor denen da. Also von daher passt das perfekt. Dann seht ihr auch nämlich, dass ich die Aufgabe abgeschlossen habe. So, na komm, fang an. Machen wir hier mal einfach entspannt. Bisschen flexen, zeigen, was man hat. Er ist ganz fasziniert. Einmal noch. Er freut sich. So macht man Menschen glücklich. So, und wie gesagt, wenn ich dir hier mit dem Video helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Kostet dich ja nichts. Unterstützt mich. Du bekommst von mir die Aufgaben. Eventuell sogar ein Skin geschenkt. Aus dem aktuellen Shop. Wundert euch nicht, ich muss das extra sagen. Deshalb hatte ich nämlich die Probleme, den Creator-Code zu bekommen. Aber ist eine andere Geschichte. So. Ah, wenn ich Glück habe, landet nur der eine da. Aber die anderen werden safe auch dahin fliegen. Weil das Gegnerteam wird, glaube ich, trotzdem noch vor uns da sein. Ja, da sind sie schon. Wir kommen gleichzeitig an. Ich gucke, ob in dem Häuschen was ist. Glück gehabt. Alle 5 Orte geschafft. Zack, 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 zack. 3 Kisten. Die anderen 4 Stück werde ich gleich mir auch noch holen. Ah, nicht schlecken. So, die EP habe ich mir auch noch schnell mitgeholt. So. Also, wir sehen, 5 von 5 Außenposten erreicht. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber Nachmachen. Und in dem Sinne, haut rein.